liebe Fadenspieler, willkommen zu einem kurzen Clip über das Einfügen von Perlen bei der Spitzenstickerei. Eigentlich dachte ich ja, dass das logisch ist, alles, und dass das kein Problem darstellt, aber wie sich gezeigt hat, kamen Nachfragen. So, die Problematik stellen natürlich die Perlen dar. Je nachdem, welches Garn man verwendet, welche Nadel man verwendet, muss man dann logischerweise die Perlen danach aussuchen. Das heißt, sie müssen durch, über die Nadel und durch das Garn laufen. Unter Umständen sogar zweimal. Und das muss man dann schön aussuchen und ausprobieren. Ich habe hier die teurere Version genommen, also keine Bastelperlen, sondern die aus der Schmuckherstellung. Die haben große Vorteile, denn sie sind erstens mal sehr schön gearbeitet, gleichmäßig gearbeitet und haben ein großes Loch. Natürlich kann man keine normale Sticknadel nehmen, denn die meisten Sticknadeln mit stumpfer Spitze, die man sonst für die Spitzenstickerei benutzt, die haben eine zu große Öse. Also habe ich diesmal eine spitze Nadel, mit der ich sticke. Ein bisschen aufpassen. So, die erste Methode ist die leichteste. Mit dieser fädelt ihr einfach die entsprechende Anzahl an Perlen, je nachdem, wie viel ihr wünscht, wie groß ihr den Bogen haben möchtet, auf die Nadel. Da ist gleich eine zu klein, die legen wir neben aus. So, jetzt wieder eine. Da habe ich anscheinend doch noch zu dicke Nadel. Jetzt geht's. Gut. Also, die Perlen auffädeln, ganz nah ans Ende bringen hier und festhalten. Dann fährt man mit der Nadel in die Schlinge ein und macht den Knoten für die Spitzenstickerei. So, und jetzt kommt es darauf an, dass ihr es langsam arbeitet und den Knoten und die Perlen eng aneinander sitzt. So, damit habt ihr einen Bogen ausgefüllt. Ihr könnt natürlich den Bogen auch größer machen. Größer zum Beispiel mit 5 Perlchen oder auch mehr. Und habt damit einen schönen Abschluss für eine Decke. Mittendrin, das ist schon ein Problem. So. Jetzt. Das wäre jetzt ein Vorschlag von mir. Da werden die Fäden, die Perlen nur aufgefädelt. So. Jetzt kann man natürlich auch eine einzelne Perle machen. Und da haben wir dann das Problem, dass die einzelne Perle nicht fest in einem Bogen sitzt. Die bewegt sich natürlich hin und her, wenn man das haben möchte. Okay, man kann dann entsprechend die Bögen eng machen, so eng wie es eben das Muster erlaubt. Oder man lässt es so und geht bei der nächsten Reihe noch einmal durch, um sie mit der weiteren Spitze zu verbinden. Einfach durchfädeln. Eine schönere Lösung, für mich jedenfalls,
ist die Methode mit der Häkelnadel. Damit kann man also am Ende einer Spitze und auch innen drin, also mittendrin, eine Palle so befestigen, dass sie nicht mehr verrutscht. Und zwar nimmt man dann die Perle auf eine kleine Häkelnadel, eine sehr dünne Häkelnadel muss das sein, häkelt die Schlinge von der Vorreihe durch die Perle durch. So, noch einmal rein mit ihr. Dann hat man hier oben eine Schlinge und kann damit bei der Rückreihe die Perle befestigen. So. Somit hat man hier, machen wir das auch noch mal, somit hat man einen Befestigungspunkt über der Perle. Und man kann natürlich auch im Nachhinein etwas einsetzen. Das muss man allerdings ausprobieren, wie groß zum Beispiel der Bogen sein muss, dass die Perle bequem durchzufädeln ist, aber trotzdem nicht in der Gegend herum spielt. So, das wäre die zweite Möglichkeit. Und hier seht ihr, dass die Perlen dann quer liegen. Hier liegen sie im Kreis, hier auch hochkant quasi, das heißt mit dem Loch nach rechts und links. Und hier ist das Loch eben oben und unten. Was bedeutet, dass man da nicht noch einmal für eine weitere Perlenreihe einstechen kann, weil man ja nach unten und oben geht. Das wäre sozusagen ein Stickhals, der dann außerhalb geht, also aus der Spitze herausgeht. So, die nächste Möglichkeit ist auch etwas, was man am Abschluss machen kann oder auch mittendrin. Das kommt aus der Perlenstickerei. Dazu nimmt man vier Perlen. Mal gucken, das wird hier durchkommen. Vier Perlen und geht dann noch einmal durch die erste Perle durch. So, damit habt ihr ein Quadrat, eine Blüte oder wie man das auch benennen möchte, und die liegt ganz außerhalb der Stickerei. Dann wird hier unten noch einmal ein Knoten gemacht. In die Vorreihe, damit die Perle auch sitzt, damit diese Blüte auch sitzt. So, das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, die Ränder zu gestalten. Das gleiche könnt ihr natürlich auch machen in einem, jetzt muss ich ein bisschen weitergehen, in einem größeren Bogen. Und zwar von Bogen zu Bogen, diesen Abschluss, diesen Blütenabschluss. Dann haben wir das ein bisschen anders. So. Der Blütenabschluss soll jetzt da liegen zwischen zwei Bögen. Da muss dann der nächste Knoten rein. Also hier haben wir den zwei Knoten, den Anfangsknoten und den Endknoten in die gleiche Schlinge hineingemacht. Und nun heißt es in den zweiten Bogen gehen. Dazu müsst ihr die Perlen so legen, dass ihr zur ersten kommt, dann von unten nach oben hineinstechen.
Nun kann man eine Blüte bilden. Das heißt schön nach hinten rutschen. Und zwar so weit, wie es notwendig ist, von Bogen zu kommen. Also wenn ihr ganz an den ersten Knoten geht, kann es sein, dass es nicht reicht zum nächsten Knoten. Das muss man ausprobieren. So, jetzt habt ihr die Blüte gemacht und geht in den nächsten Bogen hinein und macht dort einen Stickknoten. Und nun sitzt die Blüte zwischen zwei Bögen, zwischen zwei Knoten, die auseinander liegen und nicht wie hier an einem Stiel. Das ist etwas instabiler. So, natürlich könnt ihr auch solche Motive inmitten einer Nähspitze machen, indem ihr so eine Reihe macht, dann in der nächsten Reihe von hier nach hier eine Verbindung zieht mit der Nadel und mit dem Faden, einfach durchfahrt, wenn das natürlich das Material und die Perlen es zulassen. Durchfahren und einen Spannfaden habt ihr dann zwischen den einzelnen Blüten und über diesen Spannfaden könnt ihr dann weiter sticken im Text. Das heißt, nach eurem gewünschten Muster, ob das jetzt nur Bögchen sind oder ob ihr einfach eine Knotenreihe als Abschluss macht, das ist dann euch überlassen. Aber ich würde empfehlen, sucht euch eben ein Garn aus, das nicht zu dünn ist, sucht euch die passenden Perle und die Nadeln aus und probiert einfach, versucht die verschiedenen Möglichkeiten. Vielleicht fallen euch noch neue ein, andere Wege ein, wie man das machen könnte. Aber diese drei Möglichkeiten sind die, die ich machen würde. So, das war's. Dann möchte ich mich verabschieden für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns vielleicht bald wieder. Es geht auf jeden Fall, auf meiner Liste stehen noch einige Filme, die ich machen möchte, mit vielen, vielen Tipps. Bis dann, bleibt gesund, bleibt mir treu. Vielen Dank fürs Zuschauen.